Da wären wir auch schon. Das hier ist das wunderschöne Lilly. Und genau hier wird auch der Schutzpatron von Mele Mele, Kaporiki, von uns allen verehrt. Aber was sieht aus, als wäre der Inselkönig im Moment nicht hier? Vermutlich ist er gerade dabei, irgendwo auf der Insel ein Problem zu lösen, so wie immer. Ja, er ist vorhin erst aus dem Dorf geschlendert und hat dabei ein Liedchen getrellert. Ich schaue mal schnell daheim vorbei, um meiner Mama meinen Robball vorzustellen. Hey, wie wäre es, wenn du dich daher bei unserem Schutzpatron vorstellst, Zwergfee? Du solltest ihn in seiner Ruine unweit des Dorfes finden, bei Mahaloberg-Quart. Das heißt, falls du das Glück hast, Kaporiki tatsächlich über den Weg zu laufen. Ich halte hier so lange die Stellung, bis der Inselkönig zurückkommt. Und ich begebe mich jetzt nicht sofort dorthin, aber ich werde gleich mal dorthin laufen. Wir wissen ja auch schon, wie es weitergeht. Ich schaue mich hier erstmal an Lilly in aller Ruhe um. Ja, hier sind noch ein paar Kinder, mit denen ich gleich reden werde, oder ein paar Erwachsene. Was läuft bei euch? Als die Kinder gemein zu unserem Pokémon waren und ich ihnen gesagt habe, dass der Schutzpatron sie dafür mit einem Blitzschlag strafen würde, haben sie nur gelacht. Ich würde so gern einmal den Schutzpatron treffen. Vielleicht kommt es eher gar raus, wenn ich einen Pokémon einen Streich spiele. So läuft das leider nicht, mein Lieber. Willkommen in Lilly, einem Ort, der unter dem Schutz von Pokémon steht. Wow, du hast ja ein Pokémon dabei. Toll, ich bin auch eins. Wuff, wuff. Das ist doch dieses Wuffes. Oder gehört das nicht dir, sondern dein Vater? Joa. Okay, schauen wir mal in die Häuser rein. Wen haben wir denn hier? Lässt man nachts das Fenster offen, hält die Nacht auch im Zimmer Einzug. Deshalb wird man irgendwie müde. Irgendwann müde, meinte er. Ach, an lauen Tagen wie diesen, wenn mich eine milde Brise umweht, muss ich unweigerlich an meinen großen Bruder denken. Und an jenen Tag, als wir noch Kinder waren und am Strand spielten, wo er jetzt wohl sein mag, ob es ihm gut geht. Ja, ich hoffe doch. Ich will doch stark hoffen, dass es deinem Bruder sehr gut geht. Hier jemand zu Hause? Ja, das kleine hier. Mein Wuffels ist ein ganz toller Beschützer. Wenn ich einkaufen gehe, ist es an meiner Seite und wenn ich schlafe, bewacht es meine Tür. Du bist ja wohl ein ganz braver hier. Wuff, wuff, wuff. Ja, Hunde sind treue Begleiter. Mein ehemals wildes Wuffels hat sich inzwischen komplett an das Leben in einem Haus gewöhnt. Zuzusehen, wie es mit meiner Tochter spielt, zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht. Schön, 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 schön. Ist ja alles super im Dorf. Alles gut im Dorf da. Okay, okay. Gehen wir mal langsam in die Richtung, wo wir hin sollen. Der König Haller ist der stärkste Pokémon-Trainer auf ganz Mele Mele. Aber im Moment ist er nicht da. Anscheinend gab es irgendwo ein kleines Problem. Ja, da kann ich wohl nicht rein. In der Bühne. Nicht nur eine Bühne, die Bühne. Ja, die Tribüne. Vergiss nicht zu speichern. Wenn du nicht regelmäßig speicherst, läufst du Gefahr, deinen Fortschritt zu verlieren. Das mache ich, keine Angst. Der Inselkönig bringt uns bei, wie wir am besten mit unseren Pokémon zusammenleben können. Ja, okay, dann begeben wir uns wohl mal
dorthin, zu den Ruinen des Krieges. Ich kann schon irgendwie ahnen, was dort passiert, was auf uns wartet. Mahalo Bergfahrt. Willst du zum Schutzpatron uns ihm deinen Respekt zollen? Es ist ein bisschen launisch, aber lass dich davon nicht abschrecken. Mautz! Wir sagen mir eine Mautzi, ist bloß ich noch nicht. Ich bin Mautzi. Gebt mir eine Mautzi. Joa. Alles viel dunkler, als ich es in Erinnerung habe in Pokémon Sonne. Ja, ist ja klar. Ist ja auch Pokémon Ultramond. Hier passiert was. Lilly! Da haben wir sie schon. Ja, ich weiß, ich bin doch schon auf dem Weg zu den Ruinen. Aber bitte, du musst in deiner Tasche bleiben. Was, wenn dich jemand sieht? Ein bisschen verschlemmt. Die Erkältung ist noch nicht ganz abgeklungen, beziehungsweise zwischendurch mal wieder hergekommen. Ach, das Wölkchen. Erwartungsvoll schwebt es zu den Ruinen. Da kommen drei Habitats. Das arme Wölkchen. Was wohl jetzt passieren wird, wenn wir der Lilly zur Hilfe eilen. Alles okay? Ich bräuchte deine Hilfe. Wölkchen ist in Gefahr. Naja, dann, ich würde mal sagen, helfen wir dem Wölkchen oder nicht? Das habe ich da greifen Wölkchen an. Aber ich bin kein Trainer, deshalb. Aber ich bin ein Trainer. Ich flehe dich an, bitte hilf Wölkchen. Ich heile schnell deine Pokémon für dich. Okidoki. Wagen wir uns auf die Brücke. Da kommt ein Habitat. Wir müssen kämpfen gegen ein Habitat. Ein Habitat wild erscheint. Das habe ich aber anders in Erinnerung. Dass wir gar nicht gegen die kämpfen mussten. Sondern dass wir gleich eingebrochen sind in der Brücke. Ja. Und so war das in Pokémon Sonne. Ist direkt was passiert hier, da war direkt eine Aktion und kein Kampf. Ich versuche es mal mit Tackle. Rudi setzt Tackle ein. Ja, auch gut, kann man auch einsetzen, also zumindest nicht sehr schlecht die Attacke, kann man auch mal was probieren. Zack, muss jetzt gegen alle drei Habitats hintereinander kämpfen. Ja, wäre nicht schlecht. Könnte man machen. Wird sich anbieten. Zack. Wäre eine Prüfung wert. Da haben wir das erste Habitat besiegt. Level 7 für Hudi. Na, ein paar Tapi, Angriff, Verteidigung, Spezialangriff, Spezialwert. Spezialverteidigung steht dann und Initiative. Ja. Hat selten jemand vorgelesen. Das Habitat. Ich habe gehofft, du hättest es vertrieben, aber ich bitte dich, hilf Wölkchen. Aber sei vorsichtig, der Hängebrücke sieht nach der Attacke eben nicht mehr ganz stabil aus. Ja. Da ist so meine Befürchtung, dass das gleich einbrechen wird. Warum? Keine Ahnung. So eine dunkle Vorahnung. Eine dunkle Vorahnung sagt mir, dass das hier gleich bergab geht. Ich schütze das Wölkchen, indem ich mich über es lege. Und da explodiert die Brücke. Sie explodierte wirklich. Und da kommt Capo Riki. Er rettet uns. Mein Ritter. Der Schutzpatron der Insel hat uns gerettet. Und wenn das mal nichts ist. Piu. Was für ein Glück.
Fast hättest du wieder deine Kraft eingesetzt. Du weißt doch, dass du das nicht sollst. Erinnerst du dich nicht mehr, wie sehr dich das beim letzten Mal geschwächt hat? Ich möchte das nicht wieder mit ansehen müssen. Aber eigentlich müsste ich mich wohl bei dir entschuldigen. Damals hast du deine Kraft nur eingesetzt, um mich zu beschützen. Jetzt wäre ich in der Reihe gewesen, dich zu beschützen, aber ich war völlig hilflos. Was hast du? Pew hat etwas gefunden. Ein glitzernder Stein. Es fühlt sich ganz warm an. Oh, entschuldige. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich bin, dass du uns sehr geholfen hast. Ich frage sie direkt mal, wer sie ist, weil vielleicht was vom Inselkönig, das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Wer erst mal wissen, wer sie ist, das weiß ich ja schließlich noch nicht. Mein Name ist Lilly. Dieser Stein, er gehört dir, oder? Hab ihn wahrscheinlich noch nie gesehen, aber wer ist das Item Glitzerstein? Glitzerstein wurde in der Basis Items da schon verstaut. Jetzt habe ich einen Glitzerstein. Jaha. Juhu. Bitte frage niemanden etwas von welchen. Du würdest mir einen ganz großen Gefallen tun, wenn du es für dich behalten könntest. Komm, gehen wir wieder zurück in die Tasche. Komm, geh bitte wieder zurück in die Tasche. Piu. Tja, das liebe Wölkchen. Und Lee. Naja, die habe ich doch schon lieb gewonnen. Also, ich möchte nicht, dass Wölkchen noch einmal etwas zustößt. Es ist ganz wichtig für den Verlauf der Geschichte hier von Pokémon Ultramond. Wir brauchen das später noch. Es wird dann ganz später sehr wichtig für den weiteren Verlauf. Also, tut mir leid, dass ich dich so überfalle. Aber könntest du uns wohl zum Dorfplatz begleiten? Aber gerne doch. Was soll ich denn hier? Soll ich hier bleiben? Soll ich den Abgrund betrachten? Und hier einfach auf der Klippe bleiben? Nee, lass mal zurückgehen. Na denn. Die zwei Mädels hier auf dem Weg zurück. Ah, Zwergenfee. Wie ich sehe, hast du Lilly schon kennengelernt. Sie ist meine Assistentin. Ich dachte, der Inselkönig wäre bei dir, Lilly. Hala, meinte, er müsste sich schnell um etwas kümmern. Und dann war er auch schon weg. Ich dachte, ich könnte mir in der Zwischenzeit kurz den Mahalo-Bergpfad ansehen und da hast du also Zwergenfee getroffen. Sie ist ganz frisch nach Alola gezogen. Um genau zu sein, ist sie gestern erst hier angekommen. Wäre schön, wenn du mir das eine oder andere zeigen könntest. Du bist also eine Bekannte von Professor Kukui? Freut mich, dich kennenzulernen. Und da kommt schon der Haller. Schaut nur, Haller, unser Inselkönig ist zurück. Juhu, der Mann, der vom Schutzpatron auserwählt wurde. Er ist in ganz Alola für sein Talent als Pokémon-Trainer bekannt. Da ist er, der Inselkönig Haller. Was ist hier los? Habe ich irgendetwas verpasst? Hallo, da sind Sie ja. Wo haben Sie denn gesteckt? Gab es irgendwelche Probleme? Hohoho, nicht direkt. Ich wurde bloß in eine Rangelei zwischen zwei Wuffels verwickelt. Ich habe auf dem Weg hierher Kapuriki am Himmel gesehen. Gab es hier irgendwelche Vorfälle, während ich vortrat, Lilly? Ja, ich wollte Ihnen gerade davon erzählen. Mein kleiner Freund wurde auf der Hängebrücke von einem Habitat angegriffen. Doch Zwergenfee ist ihm zu Hilfe geeilt. Aber dann ist die Hängebrücke plötzlich mit beiden darauf eingebrochen. Um ein Haar wäre sie in die Tiefe gestürzt. Doch der Schutzpatron hat sie gerettet. Wow, unglaublich. Hut ab.
Achso, das ist Haller. Hut ab. Kaburiki ist zwar dem Namen nach unser Schutzpatron, aber er hilft nicht jedem. Unser Schutzpatron, aber es hilft nicht. Also, du musst dein Herz bewegt haben. Kukui, diese junge Dame hat viel Mut und Fürsorge bewiesen. Genau das macht einen guten Trainer aus. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Haller, der Inselkönig von Mele Mele. Willkommen in der Alola-Region. Kukui hat mir schon von dir erzählt. Er freut mich, dich kennenzulernen. Warum bist du denn schon wieder so zappelig? Solange Haller und der Professor in der Nähe sind, bist du sicher. Aber das ist nur eine Ausnahme. Du musst immer brav in der Tasche bleiben, ja? Wölkchen, hat so einen sanften, so einen eigenen Kopf. Es scheint dich wirklich zu mögen. Weißt du, normalerweise wären Pokémon erst dann zutraulich, wenn man sie streichelt oder pflegt. Das gefällt ihnen nämlich. Ich habe hier ein kleines Geschenk für dich, Zwergfee. Wenn du ein Pokémon wärst, wäre das die perfekte Gelegenheit, um Erstaunen einzusetzen. Du erhältst den Pokédex. Da bin ich aber jetzt erstaunt. Da muss ich gleich mal Erstaunen einsetzen. Der Pokédex ist ein ausgeklügeltes Gerät, das automatische Einträge für alle Pokémon erstellt, die du auf deiner Reise triffst. Dein neuer Partner, Bautz, wurde bestimmt auch schon registriert. Wirf ruhig mal einen Blick darauf. Und dann habe ich noch einen Trainerpass für dich vorbereitet. Den Inselkönig hast du ja jetzt auch getroffen. Ich denke, das reicht erstmal für heute. Du sollst nach Hause gehen und dich ausruhen. Okay. Dann gehe ich mal nach Hause und ruhe mich aus. Da kommt her, Tali. Zwergfürst, warte! Ach, Zwergfee. Sorry. Habe schon wieder vertauscht. Hast du etwas vergessen, Tali? Also echt, Opi. Du bist doch derjenige, der alles vergisst und einfach völlig wegspaziert. Na nun, Zwergfee, durfte ich den Glitzerstein, den du da hast, mal kurz sehen. Oha, das ist ja ein... Opi, ist dieser Stein etwa... Das, was ich denke, ist das das? Sag mal, Zwergfee, Kaburiki hat dich gerettet, richtig? Daher stammt auch der Stein. Ich verstehe, du wurdest also nun gerettet, sondern hast auch den Stein erhalten. Ich habe das Gefühl, es war Schicksal, dass du nach Alola gekommen bist, Zwergfee. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich den Stein für eine Weile an mich nehmen. Keine Sorge, du bekommst ihn gleich morgen wieder zurück. Aus dir wird bestimmt ein großartiger Trainer. Du hast diesen Funken in deinen Augen. Es wäre mir eine Ehre, dich morgen beim Fest zu sehen. So, Zwergenfee, Zeit zurückzugehen. Ich begleite dich noch bis nach Hause. Lee, du kommst am besten auch mit. Wir wollen schließlich nicht, dass dein kleiner Schützling in Schwierigkeiten gerät. Da haben Sie recht, Professor. Ich werde gleich gut auf Wölkchen aufpassen. Na, so viel zu aufpassen. Da haut er auch schon wieder ab. Piu! Hast du vergessen, was ich gesagt habe? Du sollst doch in der Tasche bleiben. Hier, der Haller und der Kukui. Wieder daheim. Mutti, hast du Armbrot gemacht? Genau so. Da bist du ja wieder, Zwergfee. Und hast du den Inselkönig getroffen? Haller heißt er doch, wenn ich mich nicht irre. Oh, dein neues Pokémon hast du auch gleich mitgebracht. Oh, hau, hau. Ach nein, wie putzig. Es scheint ja wirklich kein bisschen scheu zu sein. Das kannst du laut sagen. Es
hat dich auf Route 1 vor einem Magnunia beschützt. Das klingt für mich ganz nach einer schicksalhaften Begegnung. Er passt wirklich ganz wunderbar zusammen. Das zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Maus! Baul! Die Sonne ist aufgegangen. Ah, was für ein Sonnenuntergang. Aber jetzt packe ich besser wieder ein paar Kartons aus. Wir sind also nachtaktiv, wie eine Eule. Wir laufen wohl nachts umher. Oh, es hat an der Tür geklingelt. Machst du bitte mal auf, Zwergfee? Aber immer noch, ich mache natürlich die Tür auf. Wer da wohl sein mag. Ach, Professor Kukui. Hallo, Zwergenfee. Es wird Zeit zu gehen. Die Festlichkeit anrufen. Aber zuerst muss ich dir etwas zeigen. Jetzt, wo du ein echter Pokémon-Trainer bist. Komm, wir machen einen kleinen Abstecher zu Route 1. Da bringe ich dir die Grundlagen bei. Die ich nicht schon zufällig kenne, weil ich schon etliche Pokémon-Spiele gespielt habe. Etliche davon sogar schon Let's Play habe. Und den Vorgänger davon hier, also Pokémon Sonne schon gespielt habe. Pass schön auf dich auf und viel Spaß. Das wird sicher lustig, zusammen mit deinen neuen Pokémon. Ach, Tutorial. Ich habe keinen Bock auf ein Tutorial. Nein, kein Tutorial. Mautzi und ich kümmern uns erstmal weiter ums Auspacken. Mautz! Dann werde ich wohl mal auf Route 1 gehen und dort mal das Tutorial anschauen. Ja, Tutorials, die liebe ich doch immer sehr. Oh, hier steht Essen. Das sind Mautzis Lieblingsschüsseln. Mama hat sie aus Kanto mitgebracht. Ja, die kriegt auch ordentlich Futter hier. Da steht auch irgendwas in Tüten hier. Mein Lunchpaket. Das sind Lebensmittel, die Mama gekauft hat. Wann hat sie dafür Zeit gefunden? Ja, irgendwie hat sie dafür Zeit gefunden. Ja, ich komme. Da wartet auch schon der Professor auf uns im Tageslicht. Komm schon, Zwergenfee, nicht so langsam. Um es mit einer Pokémon-Attacke auszudrücken, mach mal Turbo-Tempo. Ja, ich mach mal Turbo-Tempo mit B-Knopf. Ich mach Turbo-Tempo mit B-Knopf. Genau so. Und da gibt es ein Tutorial hier, einen Einstieg. Hier drüben! Jetzt wird uns gezeigt, wie man einen Pokémon fängt. Ja, sehr einsteigerfreundlich auch hier. Kann man also auch spielen, wenn man Pokémon Sonne nicht schon gespielt hat. Pokémon Sonne und Mond. Wie du sicher weißt, können im Mondkreis wilde Pokémon lauern. Aber nun hast du ja Mautz an deiner Seite. Du kannst jetzt also nicht nur gegen wilde Pokémon kämpfen, sondern sie auch fangen. Ich zeige dir mal eben, wie man wilde Pokémon fängt. Also pass gut auf. Mr. Tutorial fängt ein Pokémon. Ein Mabuna. Kukui setzt Wuffels ein. Tada, und er hat ein neues Pokémon gefangen. Ein Mabuna. Herzlichen Glückwunsch, jetzt hast du einen Mabula. Ja, und nö? Was willst du mit einem Mabula anfangen? Und schon ist das Mabula gefangen. So einfach ist das. Und das kann dir jetzt doch wieder freilassen, weil niemand braucht ein Mabula. Das Ding ist so hässlich, das willst du nicht in deinem Team haben. Manchmal greifen wilde Pokémon dich an, aber wenn du sie fängst, können sie verlässliche Mitstreiter werden. Wenn deine Pokémon mal erschöpft sind, kannst du auch bei dir zu Hause eine Pause machen. Hier, ein paar Pokébälle und trinke, damit du gleich loslegen kannst. Aber fang dir bloß keine Mabulas. Die sind so hässlich. Bitte tu mir den Gefallen und fang dir ein schöneres Pokémon. Du hältst 100 Exemplare des Items Pokéball. Pokébälle werden in der Itemstasche verstaut. 5 Exemplare des Items Trank werden ebenfalls verstaut. Also dann los. Los geht's, deine kleine Abenteuerreise nach Lilly. Lili, natürlich. Und du passt mir gut auf, deine Zwergfee auf. Ja, Boots. Jetzt haben wir hier Bewegungsfreiheit.
Und da haben wir auch doch schon gleich das nächste Marbula. Nein, wir fangen uns kein Marbula. Das ist hässlich. Ach je, jetzt fangen wir schon an, hier das Marbula zu mobben hier. Nimm's nicht persönlich, Marbula. Nimm's nicht persönlich. Ich wollte dich nicht angreifen. Aber verstehst du? Ich möchte gerne ein anderes Pokémon. Oha, ein Trainer! Nun, das Kennenkonter-Einstieg ist ein Kampf. Juhu! Der zweite Kampf im Spiel. Wenn sich die Blicke von zwei Trainern treffen, dann ging es noch mal weiter. Ach ja, dann fliegen wir jetzt doch schon mal die Fetzen. Ja, ja, meine Lieblingsmusik. Völlig verändert. Die waren Pokémon sind aber anders. Hudi, Wurz. Haspirohr. Ja, okay. Ich versuch's mal mit Blattwerk. Vielleicht können wir da was anrichten. Und liebe Grüße ausrichten. So, noch einmal Blattwerk und dann haben wir es erledigt. So schwer ist das doch gar nicht. Zack, haben wir das Haspirohr besiegt. Game over, mein Liebe. Gyurui wurde besiegt. Ach, Menno, deine Pokémon sehen total happy aus, weil du gewonnen hast. Zwergfee gewinnt 72 Pokémon und geht sicherlich aus dem Kampf gegen diese Yui-Trainerin hervor. Jawollo, haben wir den ersten Trainerkampf, den zweiten Trainerkampf bestanden. Auch schon der nächste Trainerkampf. Ich speichere mal kurz ab hier. Los, Raupi, zeigen wir es ihnen, wie stark Käfer-Pokémon sind. Siegreich aus dem Kampf hervor. Joa, Spitze. Da kriegen wir hier noch ein Item-Trank gefunden. Das hat sich vielleicht gelohnt. So, und weiter voran. Eine Straßensperre. Wuffels. Wuffels, starrst dich an. Was möchtest du tun? Na, ich drehe mich mal nach rechts. Wundervoll. Ich drehe dich mit. Och, wie süß. Ein Kunststück beigebracht. Wofür es möchte mit dir spielen. Verabschieden. Ich muss weiter. Ich muss nach der Nii. Ach ja, man kann auch mit solchen Hunden am Straßenrand spielen. Wie schön. Wofür ist ein sehr freundliches Pokémon. Spiel ruhig mal mit ihm. Schon getan. Auch eine schöne Neuerung. Da haben wir einen neuen Trainer oder was? Aber gut. Oha. Da haben wir zwei Typen hier. Was sind denn das für Menschen? Den Messwert zufolge ist die Konzentration der Aura hier etwas höher. Alles in Ordnung, Kommandant. Die zwei beiden, die sehen aber ulkig aus. Was meinst du? Nein, ich habe mich nicht von diesem Fest ablenken lassen. Du hast hier also eine starke Aura ausgemacht. Möglicherweise hat dieser Inselkönig oder wie sie ihn nennen, etwas damit zu tun. Mich beschäftigt aber etwas ganz anderes. Hast du gemerkt, wie hell es hier in Alola ist? Noch viel heller als die Berichte erwarten ließen. Geradezu widerwärtig grell. Aber das ist nicht das Licht, nachdem wir uns so lange gesehen haben. Ja, ich schätze, du hast recht. Kümmern wir uns doch um unsere Forschung hier in Alola, damit schon bald auch in unserer Welt das Licht erstrahlt, bevor seine Lumineszenz erwacht. Okay, haben sie mich bemerkt, endlich mal. Du bist ebenfalls nicht aus Alola, oder? Es scheint, du kommst auch von weit weg her. Zwei komische Typen hier. Naja, was soll's. Lassen wir die Leute komisch sein, wie sie wollen. Oh, ich höre schon Festmusik. Ah, da müssen wir unbedingt rein. Zu diesem Fest. So, hier brennen schon die Fackeln. Hier wird schon ordentlich getanzt und Musik gemacht. Ich würde mal sagen, dann besuchen wir mal die Party und machen ein bisschen Party. Party-Laune. Eine Party. In Lilly.
Na, wundervoll.